Hi, willkommen zurück bei Familie Reuss in einer neuen Folge hier mit den Pferdis draußen im Schnee. Und ja, das sind Salira und Salto, die sich gerade ein bisschen miteinander beschäftigen. Und die Fahrgemeinschaft bzw. der Schulbus für Jamie kommt in einer Stunde. Der räumt gerade noch ein bisschen auf, macht das Bett und räumt die Wäsche ein bisschen weg. So wie sich das für einen guten Sohn gehört. Und Kiramira ist gerade aufgewacht und spielt ein bisschen mit dem Ball rum. Oh, ich finde, das sieht immer so knuddelig aus. Mach nochmal, Aramira. Zeig's nochmal. Nein. Hoch. Ich will sehen. Das sieht voll knuffig aus, wenn sie den Ball so hoch wirft. Nein, Ramira, geh nicht weg. Wo rennst du hin? Ramira? Geh nicht was trinken. Ich will, dass du mit dem Pferdeball spielst. Ich will das sehen. Das sah so niedlich aus gerade. Sie stinkt zwar wie sonst was. Wenn wir uns auch gleich mit Theresa drum kümmern. Oh, die Sonne ist aufgegangen. Wo ist die Sonne? Ich sehe sie nicht, aber. Oh, sieht das nicht schön aus? Hui! Oh, das ist niedlich. Nochmal. Und hui! Oh, ich habe so noch nie in meinem Leben ein Pferd so mit einem Ball spielen sehen. Aber das sieht so niedlich aus. Einfach nur knuffig. Das ist schön. Ja, du kannst dann auch dann im Stall pieseln. Mal den mal hier runter. Und dann kannst du hier gerne noch dein Nickerchen machen. Und Salira. Mira wird ja dann gleich fertig sein mit ihrem Gras. Und dann kannst du da auch mit dem Ball spielen, genau. So, Emily schläft noch ein bisschen, allerdings nicht allzu lang. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns ein bisschen um die Sophia. Kann ihr das Outfit wechseln. Den Kitzeln. Und was braucht sie da noch? Ein bisschen Hygiene. Also die Windeln wechseln und dann können wir sie dann auch dort drüben hinsetzen und dann. Ja. Theresa ist wach. Yay. Dann mach mal das Bett. Jamie ist hoffentlich schon auf dem Weg zur Schule. Ja. Sehr gut. Theresa macht das Bett. Dann kann sie sich gern umziehen. Und, oh, wir haben die Wäsche noch gar nicht auf die Wäscheleine gehängt. Dann machen wir das mal. Hier oben ist alles ordentlich. Hat Jamie gut aufgeräumt. Rechnungen werden bezahlt. Und dann können wir hier eigentlich auch mal die Wäsche waschen gehen. Trinken. Und Saliera kann mit dem Pferdeball spielen. Und dann kann sie auch ein Nickerchen machen gehen. Und Therese geht hier oben schnell mal noch die Wäsche waschen. Und danach können wir auch. Ah, doch erstmal was essen. Wie wär's mit Käsebrot? Und danach können wir aber auch rausgehen und uns ein bisschen mit der Ramira beschäftigen. So, du solltest dann auch mal deinen Krams machen. Ramira beschimpfen, Salira, Salto. Ja, interessant. Salira sieht aber auch nicht weniger knuffig aus, wenn sie damit spielt. Sieht einfach allgemein so knuffig aus. Ich habe auch nicht gewusst, dass es überhaupt Bälle für Pferde gibt. So in echt. Hätte ich nicht gewusst. Vielleicht gibt's das ja. Keine Ahnung. Oh, steh mal lieber auf, Emily. Bisschen spät mittlerweile. Und die Sophia sollte besser auch aufwachen. Sonst ist sie abends nicht müde genug, um einzuschlafen. Dann ist sie noch die halbe Nacht wach. Das ist nicht gut.
Deswegen kümmere dich lieber mal schnell um die Sophia. Oh, dann kannst du sie auch hier absetzen. Und sie anklicken und auf den Boden füttern. Oder auf dem Boden füttern. Und dann gibt's für dich gegrillt Käse. Und Philipp kann dann auch mal aufstehen, sein Bett machen, duschen. Ah, Therese hat hier sogar noch die Wäsche, die rumlag, mitgenommen. Sehr gut, Therese, das hast du aber schön gemacht. Musik. Ja, ist der normaler. So, muss sie hochnehmen, mach ich später. Und die Musik klingt aber auch cool. Was ist das für Dingens? Indie, ah, okay. Oh, Amelie, setz dich mal hin. Okay, sie setzt sich an den Esstisch. Muss ich aufräumen, die Toilette benutzen. Dann schauen wir mal, wer von euch beiden schneller ist. Und Theresa, wo ist die Ramira hin? Ah, hier ist sie. Dann können wir uns mit ihr anfreunden. Können sie loben fürs Schnellsein. Ihr auch mal ein Leckerchen geben, weil sie ein bisschen Hunger hat. Und dann pflegen wir sie auf jeden Fall ein bisschen, weil sie ja, wie wir schon bemerkt haben, zum Himmel stinkt. Ah ja, die arme Ramira. Aber das ändert sich ja jetzt gleich. Sato schläft, Salira auch. Sehr gut. Salira kann dann auch pinkeln, wenn sie fertig ist. Okay. Huch, was war das? Das sah gerade komisch aus. Ja. So. Sophia kann mal Töpfchen benutzen gehen. Und ich würde sagen, Philipp kann ja nochmal aufstehen. Dann kümmern wir uns ein bisschen um die Maya. Mit ihr spielen. Sie baden. Und noch ein bisschen füttern. Dann sollte es eigentlich auch wieder gut gehen. Oh, du kannst dann hier ein bisschen spielen. Und die Klasse von Jamie unternimmt morgen einen Ausflug an den Nordpolizeirevier. Okay, mach das. Viel Spaß dann. Wir haben ja hier noch Gelegenheiten gehabt. Den Monolog, genau. Das ist, glaube ich, die andere Schule. Ja, genau, aber wir haben hier nämlich noch eine in der Innenstadt. Und da halten wir jetzt den Monolog ab. Damit wir die Gelegenheit fertig haben. Weil ich ja irgendwie die letzten Folgen die Gelegenheit vernachlässigt habe. Weil ich auch so lange nicht mehr hier gespielt habe. Und das deswegen vergessen habe. Dass wir überhaupt noch so Gelegenheiten haben. So, Maya wird sich gleich gekümmert. So, du kümmerst dich ein bisschen um die Ramira, das ist sehr schön. Dann kannst du auf jeden Fall nochmal ein Leckerchen geben. So, vielleicht auch streicheln und... Aha, in ihr drin stehen. Party? Ah, nein, danke. Vielleicht gehen wir mit Theresa nachher hin. Müssen wir mal schauen. Sophia in die Luft werfen, okay. Was ist das? Du möchtest mit dem Ding ins Spiel, dann können wir das gern einrichten. Hätten wir hier nicht noch. Genau, hier hätten wir noch das andere. Und dann kannst du ja auch gern Fische fangen gehen, obwohl das hier gerade nicht geht. Ja, gut, dann gehen wir keine Fische fangen. Ja, okay, ihr kümmert euch gerade darum. Sehr schön. Satu schläft.
Ja, die schlafen alle noch eine ganze Weile. Muss ich mich erstmal nicht drum kümmern. Ah, der Philipp. Ja, ich habe ja natürlich auch gesehen, schon so die Kommentare von der letzten Folge, also was ihr so euch wünschen würdet, wie wir die Hochzeit von Philipp und Emily gestalten. Und ihr fandet ja eigentlich die Idee von mir, dass wir verreisen und dort so eine private kleine Party veranstalten, ganz schön. Und ja, deswegen werden wir das auch machen. Und Mira, Theresa. Okay, machen wir dein Sinogramm. Und die Ramira kann ja in der Zwischenzeit hier was fressen. Und dann in ihren Stall gehen und pinkeln. Und dann kann sie hier auch ein Nickerchen machen. Olivia Street hat die Vorstellung von Jamie wortreich gelobt. Sie hat Jamie das signierte Filmposter voller Eifer überreicht. Und Sophie hat das Laufen gelernt. Yay, wir haben das Laufen gelernt. Wo ist sie? Da, da ist die kleine Sophia, die laufen kann. Und zeig, wie du laufen kannst, Sophia. Wie schön sie laufen kann. Na, bisschen wackelig auf den Beinen, aber total knuddelig. Ja, unsere kleine Sophia kann laufen. Yay. Super, das freut uns natürlich. Maya geht's gut. Flop. Sie haben Maya mal ins Kinderbett legen und dann was essen. Huch, nicht rumbasteln. Ess mal ein Kuchenstück. So, und die kleine Sophia, die können wir jetzt eigentlich auch mal wieder hier absetzen. Dann kannst du das Teil hier leeren. Und Jamie, was können wir mit dir machen? Können wir hier vielleicht noch irgendwie nach Hause gehen? Mir Alto, Greenwood. Wir könnten ja eigentlich bei den Greenwoods übernachten. So von wegen, das ist hier unsere Dingens-Type hier. So. Wisst schon. Oder. Ja, oder die anderen kennen wir halt noch nicht so gut. Weiß ich nicht genau, ob wir zu denen gehen sollten. Weil ich würde dann gern schon lieber bei denen übernachten. Aber ich wüsste doch gar nicht, wo die anderen sein sollten. Deshalb, ja, könnten wir ja nochmal. Heute ist kein Film, oder? Nein, Donnerstag sind Filme. Ich suche noch irgendwas Spaßigem, was wir noch machen können. Ach, hier ist er direkt. 17 Uhr, dann warten wir hier die paar Minuten noch vor dem Ding. Vor dem Film-Ding. Ist das hier ein Dingens? Nein. Hä, was ist das? Was ist denn hier das? Ach so, ich bin auch blind. Ist das Teil. Gut, dann gehen wir da hin und schauen uns noch einen Film an. Ach so, du machst ein Sinogramm für die Jade. Ah, interessant. So, warten wir noch die 2 Sekunden. Und jetzt kannst du den Film anschauen. Wie wäre es mit Daniel Fairdringer. Was auch immer das heißt. Falafel. Kennen wir Falafel? Müssen wir mal schauen. Kennen wir Falafel schon? Da haben wir das. Oder haben wir das vielleicht sogar zu Hause gelassen in dem Dingens? Also in der alten Wohnung, das Rezept? Kann das sein? Ich weiß es gerade nicht. So, du bringst den Kram weg. Philipp geht essen. Du kannst hier ein bisschen spielen. So, wir haben das Sinogramm erledigt. Und dann würde ich sagen, wir könnten uns ja mit dem Typen hier anfreunden. Genau, mit dem, mit Christopher Warden. Wir können ihm ja mal eine Textnachricht schicken. Eine freundliche, eine um die heimliche Bewunderung auszudrücken. Und dann können wir den hier irgendwohin einladen. Mr. Casey und Mistress. Interessant. Und ja, Jamie kann auch nach Hause kommen. Philipp macht seinen Krams. Emily auch. Ich überlege gerade.
Wir können ja mit Maya mal einen Spaziergang machen. Wir haben doch hier noch dieses Teil, oder? Ja. Dann kann die Emily ja... Oh, oh, ach ja, wohin wollen wir denn gehen mit dem Typen? Wir sind ja gerade da irgendwo. Sollten wir jetzt nicht mega weit weg? Ja, ich würde schon sagen, in die Fun Planet Arcade. Das klingt nach Spaß. Dann können wir mal mit Maya ein bisschen spazieren gehen, durch den Schnee am Abend. Ist doch ganz romantisch und süß und all der Krams. Oh, wir könnten es süßer machen. Ja, so in die Richtung. Und dann kümmern wir uns erstmal wieder um den Garten, der natürlich auch gepflegt werden möchte. Ah, da haben wir schon den Kompass da verwendet. Dann können wir den Garten ein bisschen pflegen. Und, ja, düngen müssen wir auch nichts mehr, oder? Ah, doch, jetzt hier. Okay. Die Bäume draußen können wir natürlich nichts mit anfangen, aber so ist das. Ja, dann haben wir uns um den Garten auf jeden Fall gekümmert. Oh, der ist schon so voll jetzt mit den ganzen Kräutern und so. Oh, ich bin richtig begeistert. Das ist echt klasse. Wie viele Sachen wir mittlerweile haben. Die ganzen Bohnen hier und... Oh, sieht das nicht einfach wunderschön aus, unser Garten? Wenn er dann voller Blüte erstrahlt ist, sieht er auf jeden Fall noch besser aus. Und wir hätten noch ein zweites Singogramm, aber jetzt lernen wir erstmal ein bisschen den Typen kennen. Schauen wir nochmal, wie Emily hier am Spazierengehen ist. Oh, auch sehr süß, oder? Sieht auch sehr süß aus. Muss ich schon sagen. Zeigst dir die große, weite, kalte Welt. Ich hoffe, sie friert nicht. Das wäre ein bisschen schade. Ja, Jamie kann dann nach Hause kommen. Ich stelle das noch kurz ein. Jamie kommt nach Hause. Isst was. Und kann dann gern seine Hausaufgaben machen. Dieses komische Poster. Das können wir ja hier statt des Häschenposters aufhängen. Das hängt da ja eh nur zur Deko. Das brauchen wir eigentlich nicht. Und dann... mit Move Objects on. Hängen wir das Poster dahin. Sehr schön. Hätten wir das auch. Und... ja, gehen wir mal zu Therese. Es war schön, dich kennenzulernen. Vielleicht sollten wir uns mal zu einer richtigen Verabredung treffen. Wie jetzt? Das ist wohl keine richtige Verabredung hier, oder was? Was soll das denn heißen? So, wir können ihn dann auch erstmal fragen, ob er überhaupt Single ist. Denn dessen kann man sich ja nie sicher sein. Oh, hier ist sogar eine Essenskasse. Hier ist eine kleine Janie. Hier ist ein Calvin. Ja, sind schon ein paar Leute. Oben ist eine Barmixerin, unten sind Toiletten, okay. Der Laden ist schon echt cool hier. Und hier habe ich mir nämlich auch überlegt, dass ich hier auch eine Bowling-Range, so ein Bowling-Ding mit einbauen kann. Einfach hier so nebendran noch. Das würde doch eigentlich ganz gut passen. Mache ich demnächst mal, wenn ich die Stadt umbaue. Ein bisschen zumindest. Und, bist du Single? Oder können wir es ja auch gleich beenden? Yay, er ist Single. Und dann können wir ihn auch gleich nochmal fragen, wie alt er ist. Oh, ich hoffe, er ist nicht zu alt, sonst könnte er ja unser Zukünftiger werden. Ihr wünscht euch auch unbedingt, dass Therese endlich mal ihre große Liebe findet, nachdem sie jetzt so lange ein bisschen unentschlossen war. 23 Tage jünger. Okay, er ist ein bisschen zu jung. Tut mir leid, Leute. Der wird's eher nicht. Der ist einfach ein bisschen zu alt. Und ja, das wäre einfach nicht passend. Aber wir können hier natürlich trotzdem ein bisschen daten. So ist es nicht. Und dann können wir ihm noch ein Album verkaufen, ein bisschen was fürs Geschäft tun. Und dann können wir hier ein bisschen erstmal auf Toilette gehen. Was ist denn unsere Toilette? Das ist unsere Toilette. Und dann können wir hier ein bisschen Schlittschuh laufen gehen oder irgendwie sowas. Und ist hier Jay? Nee, Holly Alto ist hier, okay. In der Musikindustrie ist er. Ja, der ist eigentlich ein ganz cooler Typ, nur der ist halt viel zu jung. Wir wollen ja auch nicht so einen mega jungen haben, oder? Ist irgendwie auch...
unpassend. Obwohl, eigentlich wird es zu Theresa passen. Ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr von Christopher haltet bisher. Ich meine, so gut kennen wir ihn ja auch noch nicht. Ich meine, an sich würde der echt gut passen, nur der ist halt ein bisschen jung. Wir könnten ihn natürlich auch einfach zu unserer Familie hinzufügen dann und ihn sofort altern lassen, damit er ein Erwachsener wird und nicht mehr ganz so jung ist. Ja, wir könnten mir ja sagen, was ihr von ihm haltet. Und jetzt haben wir schon wieder 20 Minuten Folgen. Ach, ich kann einfach sagen, dass wir bei der Familie Reuss immer 20 Minuten Folgen haben. Was soll's? Ich krieg's irgendwie eh nicht kürzer hin. Weil ich immer so begeistert bin von der Familie, weil ich sie einfach total mag und ihr das ja auch merkt. Und ich glaube, ihr mögt die Familie auch. Und ja, deswegen legen wir es einfach fest. Wir machen jetzt immer 20 Minuten Folgen und wen es stört, der hat Pech. Der schaltet halt nach 15 Minuten ab. So, ja, das war es jetzt aber dann trotzdem auch für diese Folge, denn die 20 Minuten sind jetzt, wie gesagt, schon rum. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder. Ich freue mich über Kommentare von euch. Ich freue mich, dann gleich weiterzuspielen in der neuen Folge. Und ja, auch wenn das Spiel wie immer öfters abstürzt. Also ich habe vorhin schon die Folge aufgenommen und da ist sie kurz vorm Ende abgestürzt. Und deswegen habe ich das jetzt nochmal neu gemacht. Und ja, das ist ein bisschen nervig, aber... ja, was tut man nicht alles? Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und sage Tschüss.